Was glaubt man, aus die 5000 Real auf der japanischen Version ist die neueste Stage für Boss Rush erschienen, Boss Rush 8. Das sind die Gegner, wenn man das schafft, bekommt man einmalig 35 Stones, Freunde. Darum wird es heute geben. Ich werde mein Dragon Ball Seekers Team mitnehmen, ich habe Bock auf die Dragon Ball Seekers Charaktere. Dementsprechend wählen wir mal sofort das Team aus und springen sofort rein. Ich bin gespannt, wie sehr das was ausmachen wird. Ich denke schon, also natürlich, Moment, ja genau, das passt so alles einfach rein damit. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall machbar ist. Natürlich braucht man ein gutes Team, so ist es nicht. Muss euch wahrscheinlich niemandem was erzählen, aber vielleicht würde den ersten, gegen den wir kämpfen, war Future Gohan. Richtig, richtig. Der könnte vielleicht ein bisschen Probleme machen, weil der wird übertrieben tanky. Aber, ja, wir schauen einfach mal, was hier abgeht. Ich habe Super Saiyan 3 Bardock mitgenommen, statt den AGL Trunks, den ich in dem Dragon Ball Seekers Team Showcase dabei hatte oder von LR Gopengs Showcase. Warum? Ich kann auch super Intraktiere mitnehmen. Und weil der Trunks, der war nicht auf SC10. Bardock an der Stelle mitnehmen, kann man auf jeden Fall immer rein und raus sortieren. Individuell starker Charakter hat ein Ziel, Medium Chance zu zielen. Super Class Verbündeten gibt einen Boost, wenn die HP 70% und runter sind. Das sind 40% auf den Angriff. Einfach mitnehmen, würde ich sagen. Ich hatte Bock auf das LR Gopengs Team, sag ich mal. LR Gopengs Team wissen wir ja. Key ist immer vertreten. Key ist immer vertreten. Und da müsst ihr auf jeden Fall keine Sorgen machen. Ich bin halt, ja, unter einem sehr, sehr guten Leaderskill. Die Synergie stimmt auch und ich denke, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Freunde, ihr könnt mich gerne wissen lassen. Boss Rush 8, welches Team habt ihr benutzt? Mit welchem Team habt ihr es geschafft? Habt ihr mit dem Stones was gepult? Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, denn indem ich das Ganze natürlich aufnehme, sind die Banner von Zamasu und Trunks live gegangen. Indem ich aber gerade Boss Rush aufnehme, habe ich noch nicht gesammelt. Die Sum werden aber die Tage auf jeden Fall kommen. Könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich wünsche euch sehr viel Glück. Die Banner sind sehr, sehr gut, Freunde. Sehr schöne, sehr gute Banner. Aber wie gesagt, ja, im Summon-Video, da werde ich darauf eingehen. Ich muss jetzt quasi hier managen. Wann muss ich was sagen? Rede ich in die Vergangenheit, rede ich in die Zukunft? Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns einfach mal auf, ja, Boss Rush selbst. Nun gut, in JP haben wir Boss Rush 8, auf Global Boss Rush 6. Jetzt die Frage, wann kommt auf Global natürlich Boss Rush 7? Boss Rush 7 kam auf JP mit Gogeta und Broly. Die kamen im Dezember. Auf Global kam nicht Boss Rush 7 mit dem Release von Gogeta und Broly. Das ist aber mehr oder weniger logisch wegen dem, ich meine, so gesehen wurden Gogeta und Broly hat mehr oder weniger vorgezogen, sag ich mal, auf Global. Und deswegen halt, es ist gerade ein bisschen schwierig wegen Global. Wir haben halt im Juli das Jubiläum und im Juli kommen ganz sicher die vierigen Charaktere und zuvor könnten ein, zwei Charaktere vorgeschoben werden. Jetzt sind wir gerade auf Global bei Ingoku Black. Kid Goku zum Beispiel wäre vielleicht ein Kandidat, den man vorziehen könnte, auch wenn er ein Active Skill hat. Da ist halt die Sache, ob man dann, Moment, machen wir das Ganze mal so. Da ist dann halt die Frage, ob man quasi auf Global ihn als ersten Charakter releasen will mit Active Skill statt den vierfachen, so wie es auf JP war. Es wäre nicht allzu schlimm. Ich meine, sowas kam schon mal vor. Das dreijährige Jubiläum, da war ja auf JP LR Gogeta und LR Vegito und die waren die ersten Transformation Charaktere. Auf Global jedoch kam kurz vor dem Jubiläum, also vor LR Vegito und Gogeta, Uigoku war halt der erste Transformation Charakter. Deswegen würde ich in der Hinsicht, falls das jemand fragt, eigentlich kein Problem sehen. Aber jetzt wegen Boss Rush 7, was soll das kommen? Ganz ehrlich, eigentlich schon demnächst auf Global, weil auf Global wird eben so eine kleine, so zwei Monate, jetzt nach Ingoku Black vor allem, bin ich gespannt, wird eventuell etwas vorgezogen oder bekommt Global wieder einen Global Exclusive Charakter vorerst, so wie Hit, weil wir haben halt so zwei Monate ungefähr, da ist eine Lücke. Da fehlt halt Content, so gesehen. Wir wissen ja, wir können abschätzen, okay, das und das kommt auf JP. Zamasu und Trunks werden ganz sicher nicht vorgezogen auf Global. Ich gehe nicht davon aus. Zamasu und Trunks sind für mich so Charaktere, das ist ja Superclass und Extreme Class Banner. Die könnte man auf Global so Thanksgiving raushauen, so um den Dreh herum. Oder halt dann im Prinzip nach dem Jubiläum, aber nicht vorziehen. Vorziehen denke ich auf keinen Fall, denn ja, okay, es schließt einfach aus, um ehrlich zu sein. Aber ja, wie gesagt, in Kid Goku, ganz ehrlich, Kid Goku könnte man vorziehen. Wenn man es so machen will wie letztes Jahr, der wäre ja dann der erste Charakter mit Active Skill und dann würde das Jubiläum kommen. Aber selbst dann fehlen ja noch ein paar Wochen. LRCK bin ich mir nicht sicher, LR Califlon Kill, ob sie die vorziehen werden, könnten, wollen. Aber ich könnte mir auch vielleicht vorstellen, dass sie so zwei Filler-Wochen reinhauen. Und das so ein bisschen langatmig machen mit den Release-Events, sage ich mal. Ich meine, es fehlt eigentlich schon noch viel Content jetzt, außerhalb von Dokkan Festival Charakter. Der Trunks Campaign fehlt, Boss Rush 7 fehlt. Dann haben wir auf jeden Fall noch, ja, gewisse viele World Tournaments. Jetzt das nächste World Tournament Global, da kommt er zuallererst LA Yamchu. Und LA Yamchu gab es schon seit langem auf JP.
Also kleine Sneaky-Events. Ah, Easy Ace fehlen noch auf Global. Ne, Janemba Easy fehlt noch. Weißt du, was ich meine? Also, so ein, zwei Charaktere könnte ich mir schon vorstellen, dass die vorgezogen werden. Ja. Oder halt, wir bekommen etwas Exklusives. Ja gut, ja, so viel dazu. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Aber ich meine, ich zocke ja nebenbei. Deswegen ist es hoffentlich cool. Oder passt es, wenn ich hier eine Diskussion aufwerfe. Ihr könnt mich gerne wissen, was denkt ihr? Wie wird man diese Lücke füllen auf Global? Könnt mich gerne wissen lassen. Ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn sie vielleicht einen neuen Charakter rausholen. Aber wenn sie Kid Koko vorziehen, würde ich es auch verstehen. Und dann noch quasi ein bisschen, ja, eine Sünde, vielleicht ein, zwei schöne Celebrations geben mit Easy Ace verpacken und so fort. Dass es halt dann nicht zu langweilig wird, bevor das Jubiläum auf Global anfängt. Na gut. Ja. Boss Rush Team sollte halt auf jeden Fall noch vor dem Jubiläum kommen auf Global. Ganz, ganz sicher. Aber Boss Rush 8 dann natürlich nach dem Jubiläum, so mit Zamasu und Trunks halt, wenn die auf Global kommen. Genau, so viel. Darauf wollte ich eigentlich im Endeffekt hinaus, aber hab das irgendwie auch selbst langgezogen. Egal, ich hoffe, das passt. Wir sind mittlerweile beim zweiten Gegner. Wer war der zweite Gegner? Erste war Future Gohan. C17 habe ich auf jeden Fall ganz kurz gesehen. Die zwei letzten waren Goku und Transforming Goku und Transforming Freezy. Full Power Goku, ja, okay, na klar, nicht schlecht. Full Power Goku ist ja der zweite. Full Power, den hauen wir zur Seite. Genau. Ja, Leute, so läuft das Ganze mit Boss Rush. Boss Rush ist geil, einmalig 35 Zones, auf jeden Fall her damit. Ganz echt, ihr könnt noch langsam Super Battle Stages raushauen, vor allem in JP. Ich meine, es wurden ja viele weitere Kategorien released, viele weitere Kategorien. Und ich habe auf Reddit und Twitter was gesehen, einen Post. Die Super Battle Road Charaktere, die halten sich ja quasi an dem Artwork von, ja, von diesem, wie soll ich sie nennen, der Goku oder Kid Gohan mit diesem, ah, ich habe vergessen, was für ein, wie man das Kostüm nennt. Wie ist das Kostüm, Freunde? Irgendwas mit West-Kostüm, irgendwas. Jedenfalls war das aus irgendeinem Special oder so. Das Artwork gibt es halt in echt. Und an dem Artwork hat man sich halt orientiert. An diesem Artwork, in diesem Bild, was auch immer das nochmal war. Ich kann mich gar nicht erinnern, ihr könnt mich gerne wissen lassen. Beziehungsweise weiß ich, gucke ich dann eh danach nach. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es uns gerne wissen lassen. Jedenfalls hat er halt in diesem Artwork, da war so ein Artwork mit dem Kid Gohan in diesem Kostüm, in diesem westlichen Kostüm, aber stylischen, keine Ahnung, Kostüm. Dann gab es Goku im selben Kostüm und die Zeit gibt es ja. Aber im selben Artwork gab es auch so hinten, glaube ich, hinter beiden oder so in der Ecke, Krillin in diesem Kostüm. Und wenn die Krillin raushauen als nächsten Super Battle Road Preiskarte, LR Krillin, in diesem Kostüm, sage ich mal, ich würde es geil finden, oder? Ihr nicht? An sich, ganz ehrlich, an sich fehlt halt echt ein LR Krillin. Findet ihr nicht? LR Krillin, den müssen wir dann würdigen. Ich glaube, der nächste World Tournament LR, jetzt nach Yamcha, da müssen die mal Krillin raushauen. Der erste war LR Piccolo World Tournament LR. Dann kam LR Tenshinhan Chaozu. Dann kam LR Yamcha. Jetzt komm, gib mal Krillin an LR. Aber wenn ich sage, gib Krillin an LR, dann meine ich damit ein Free-to-Play LR. Also ganz klar. Summonable LR Krillin? Ah, schwierig, schwieriges Thema. Dann schon Free-to-Play, oder was meint ihr? Ja gut, ob so oder so, haben wir jetzt einen Dokamod auf mein Boy Kid Goku. Bis jetzt läuft das geil. Das ist das Geile an. Das ist das Gestörte am Team von LR Gopanks. Da sind halt drei Charaktere LR Free to Play. Und die machen den Job so gut einfach. Es ist so geil. Ja, Giru, LR Rale und LR Beeper natürlich. Ich weiß nicht, also eigentlich, wenn ich nicht allzu viel Pech haben sollte, sollten wir das auch ohne Items schaffen. Genau. Aber ich meine, ja, Freunde, für viele, die jetzt lang dabei sind, für viele, die gute Teams haben, die werden Boss Rush, die werden das easy schaffen. Das schwerste, schwierigste Boss Rush, was war, wo man gegen richtig viele auf einmal kämpfen musste, weil es waren einfach zu viele Events. Das war richtig schwierig damals in den Zeiten, damals mit den Leadern. Aber jetzt die neuen, ich kann damit leben auf jeden Fall. Also jetzt, ich spreche für jemanden in meinem Status. Wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr neu angefangen habt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr Boss Rush nicht schafft. Vor allem, also wenn ihr nicht mal die einzelnen Dokumente schafft, dann müsst ihr euch nicht wundern und dann müsst ihr quasi darauf arbeiten, sage ich mal, mehr oder weniger. Ja, das ist dann so ein Territorium, wo es dann Bock macht. Aber natürlich braucht man dann auch die gewisse Charaktere und die muss man halt ziehen. Das ist halt das. Verstehe ich. Ja, ich wollte im Boss Rush auf jeden Fall fürs erste Video einfach mal rein, Freunde, irgendein Team, auf das ich Bock habe, dass ich nicht so viel Zeit vergeuden, sage ich mal. Natürlich in den Streams vor allem, Freunde, auf Twitch streame ich, oder Twitch, der Link ist in der Beschreibung. Da teste ich auch gerne andere Teams, andere Setups. Gerne mal vielleicht ein Free-to-Play-Team, auch ein Free-to-Play-Team das Ganze schafft. Und so und so fort, Freunde. Das ist ein anderes Thema dann auf jeden Fall. Nur jetzt fürs Video quasi, dass es nicht allzu lange geht.
einfach alle Gopings genommen. Ich hatte auf jeden Fall auf die Bock und ich war mir sicher, die werden das sicherlich rocken. Ja, die werden links und rechts alles umhauen. Und bis jetzt funktioniert das gut. Wir sind nicht mal unter 50% gefallen wegen dem Active Skill von Goku, Kid Goku. In der Phase C17 wissen wir, da gibt es eine Phase, da könnt ihr, da macht ihn nur Schaden mit Nahangriffen, also Nahkampfangriffen, nicht mit Keyblast Super Attacks. Also achtet darauf, dass ihr Charaktere habt, die auch Superangriffe haben, die nicht auf Keyblast basieren. Welche zum Beispiel, zeige euch, oder wie erkennt ihr das? Hier, zum Beispiel bei Ella Gopings, da ist ein Keyblast dran, seht ihr das an der Super Attack? Aber bei der zweiten Super Attack ist keins dran. Und mit diesem macht ihr dann Schaden, wenn er seine Barriere quasi aufrichtet. Das werden wir gleich sehen, dann wisst ihr auch, was ich meine. Genau. So, boom. Ey, das Team ist so geil, Freunde. Ich drück ein paar Key. Ja, ich spiele legit gerade nebenbei. Und jeder LR macht die Ultra Super Attack. Was ist da los? Das ist so geil einfach. Die ganze Zeit. By the way, JP wurde gefixt. Nicht alles, aber das, was auf dem Radar steht, auf jeden Fall. Ihr seht, das sind auch die Werte, die er eigentlich annimmt. Aber wenn LR eine Edition Ulti macht, dann wurde das mit dem Ki-Radar noch nicht gefixt. Ansonsten mehr oder weniger alles. Mehr oder weniger. Die meisten nervigen Sachen, dass man zum Beispiel in einer Giant-Form stirbt und dann sofort, die wurden gefixt. Zum Beispiel jetzt die machen mit der zweiten Super... Ne, die machen gar keine. Okay, mit gar keiner. Alles gut, dann nehmen wir das so auf jeden Fall so an. LRB Pants Active Skill, lassen wir noch so... LRB Pants Active Skill, Freunde. Als LRB Pants rauskam, habe ich das erwähnt. LRB Pants Active Skill wirkt sich ein wenig anders aus. Ich meine, ja, wenn man ihren Active Skill aktiviert, dann gibt sie 33%. So wie es dran steht. Aber die Sache ist die... Wir wissen das ja, das ist, kommt von Charakter zu Charakter anders an, ob er quasi mit der Super Attack seinen Boost bekommt, ob er jetzt Start of Turn Boost hat. Normalerweise profitieren Charaktere, die ihren Boost mit der Super Attack bekommen, mehr von Supportern, von reinen Supportern. Also die, die den Support Aspekt in der Passive haben. Bei LRB Pants ist es genau andersrum, weil man LRB Pants Active Skill, weil man LRB Pants Support Aspekt mit dem Active Skill aktiviert, wird das quasi so gesehen separat verrechnet, mehr oder weniger. Und das ist dann genau umgekehrt, worauf will ich hinaus? Das heißt, Charaktere mit At Start of Turn Attack Boost profitieren mehr davon. Also in dem Fall von LR Gopings. LR Gopings hat At Start of Turn 77% Angriff. Da bekommt LR Gopings auf diese 70% nicht 33% mehr oder weniger separat kalkuliert drauf. Oder berechnet, sage ich mal, drauf. Sondern diese 33% wäre noch ein bisschen mehr. Und also je höher der At Start of Turn Attack Boost bei so einem Charakter ist, desto höher wird LRB Pants Active Skill durch den Support, also desto höher wird LRB Pants Support Aspekt, also der Boost, das dann weit aus mehr als 33% von ihrem Active Skill. Genau, darauf hat mich ein Boy letztens, quasi hat mir das gesagt im Stream, Shoutout an dich, hab den Namen vergessen, sorry, aber er hat gesagt, ey Josef, du hast gesagt, LRB Pants Active Skill gibt 33%, das stimmt aber nicht. Weißt du auch wieso, tralala? Dann wusste ich, okay, aber ich wusste, worauf er hinaus war. Ich sag, ja, Mate, ich weiß doch, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe gesagt, sie gibt 33%, weil es halt da dran steht. Weißt du mal, wenn ich jetzt sagen würde, sie gibt 88% oder 55% in dem Fall, wie auch immer, dann würden manche fragen, wieso, weshalb? Dann würde ich es halt wieder erklären, aber in dem Schock ist, habe ich es halt nicht erklärt, so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, so viel zu LRB Pants. Also, sowas gibt's immer. Ja, bei dem Hidden Key Multiplayer am Ende habe ich ja gezeigt, wie quasi der Schaden verrechnet wird, Step by Step, und manche Sachen wirken sich halt anders aus. Genau. Zum Beispiel, falls ihr euch wundert, warum ein Majin Vegeta beispielsweise auf gestörten Schaden auf dem Radar kommt mit der Super Attack, wenn man mit ihm einen Supporter drin hat, dann ist es halt eben, weil, Moment, weil er mit der Super Attack seinen Angriffboost bekommt von 150% und ein Supporter, wie beispielsweise, wenn man einen 40% Support hat, das sind dann auch nicht bei ihm 40%, sondern ein bisschen mehr. Das wird dann anders kalkuliert. Und bei Bipan ist es halt genau andersrum. Da ist es dann bei Charakteren, da profitieren Charaktere mehr, die ein At Start of Turn Attack Boost haben. Das ist gestört. Deswegen kommt auch Allegro Banks mit dem Active Skill von Bipan auf so viel. Apropos, wieso habe ich den Active Skill nicht aktiviert? Jetzt habe ich davon die ganze Zeit geredet und ich habe ihn nicht aktiviert. Naja, was soll's. Wir haben auch nämlich keinen Crit bekommen. Ihr seht, haben wir ihn mit Dabs. Bipan, kann Bipan das beenden? Let's go. Vielleicht aber auch nicht. Komm schon. Jawohl, nice. Ich habe so skeptisch geschaut, weil manchmal, vor allem Super Bad Road, schaut man die Lebensanzeige an. Eigentlich ist da nichts und auf einmal lebt er einfach. So, vor allem Super Bad Road ist das so richtig nervig. Aber gut, jetzt auf der vorletzten Stage. Also Freezy wird easy. Wir haben so viel Incharakter gegen Freezy. Goku, guck mal, wie Goku wird. Sollte auch machbar sein, auf jeden Fall. Ja, wir haben zwar keinen Tech-Charakter, aber ich habe keinen Strength-Charakter, also mit keinem Typen-Nachteil. Sollte auf jeden Fall machbar sein, Freunde. Ihr seht, es Boss Rush auf jeden Fall zu machen. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid, das Ganze unterstützen mögt, könnt ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo da lassen. Das Ganze Unterstützung.
Unterstützung, unterstützen, freut mich auf jeden Fall. In meinem Kopf waren 3000 Sätze, die ich gerade sagen wollte, denn das andere war noch: Wir bewegen uns langsam auf die 24.000 Abonnenten zu, Freunde. Dicken Respekt an euch. Und dann steht der 24-Stunden-Stream an. Habe ich euch damals versprochen gehabt. War quasi mehr oder weniger so ein... Ihr habt ja gesagt, ey, wann geht's den 24-Stunden-Stream? Ihr habt mich das wirklich oft gefragt. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, komm. Bei den 24.000 Abonnenten machen wir das. Und das werden wir machen, Freunde. Auf den 24-Stunden-Stream freue ich mich auf jeden Fall. Wird, wie gesagt, auf Twitch dann sein. Ich habe vor, dann auf jeden Fall natürlich an einem Wochenende, sobald die 24.000 Abonnenten erreicht sind, das an einem Wochenende zu machen, Samstag auf Sonntag. Ich habe vor, um 8 Uhr morgens anzufangen, weil ich kann nicht mittags anfangen und dann eine komplette Nacht überstehen, dann noch um Mittag. 8 Uhr morgens will ich dann Samstag anfangen, sodass ich dann Sonntag 8 Uhr morgens mehr oder weniger aufhören kann. Ich habe vieles im Kopf, mehr oder weniger mit einer spontan verlaufen morgen, also wir haben sicherlich viele Spiele spielen. Ich habe mir vor, ein Spiel zu holen, was ich vielleicht noch nie gespielt habe, was mich interessiert, um das dann zu spielen, weil damit wird dann sicherlich viel Zeit drauf gehen, wenn man ein Spiel spielt, was man nicht gespielt hat, was einen interessiert. Das habe ich mir für den Mittagszug eingeplant. Abends werde ich wahrscheinlich die Jungs holen, dann Smash wir vielleicht ein bisschen gemeinsam. Was geil wäre, ist, da muss ich mich halt noch ein bisschen schlau machen, ob ich, wenn ich live streame, den Stream auf mein Handy übertragen kann, sodass ich dann zum Beispiel, wenn wir mit Jungs was essen gehen, hier bei mir in der Nähe, in einem Restaurant, dass ich dann einfach von dort aus streamen kann oder kurz draußen, dass ich mal kurz draußen spazieren gehe und ich stream das. Weil 24 Stunden hier zu sitzen, ich will es nicht langweilig gestalten, sage ich mal, ich will da schon ein bisschen was erleben. Weil die Frage dabei ist halt, also das geht natürlich, dass man mobil streamt, aber meine Frage ist, ob ich dann meinen Stream auf dem PC unterbrechen muss oder ob ich das quasi, switchen kann. Denn wenn ich es unterbrechen müsste, ich weiß nicht, ob das dann dem einen oder anderen, ob der dann sagen würde, ja, halt mal, da ist jetzt nicht so ein Time, also, weil wenn man streamt, dann steht ja dran, du bist so und so lang live, ob das dann jemanden stört oder nicht. Ich meine, ich würde die extra Zeit dann einfach draufhauen oder so, das wäre kein Problem. Aber das sind so Sachen, ja, müssen wir mal gucken. Ich hätte aber Bock auf jeden Fall drauf. Und dann abends, also morgens, wisst ihr was? Diejenigen, die lange dabei sind, als wir haben mal Super Mario Odyssey damals gespielt auf Twitch, das haben wir morgens immer gemacht. Und morgens hat das übel Spaß gemacht. Morgens würde ich gerne vielleicht ein Nintendo-Spiel spielen. Natürlich erst am morgens aufstehen, frühstücken, gechillt, Dokkan, Dailies, tralala, dies, das. Ich will damit nicht nur sagen, dass nur morgens Dokkan kommt. Das wird einfach ganz spontan sein. Ich habe nur ein bisschen so einen groben Plan in meinem Kopf. Und ja, genau. Dann Mittagessen so drei ist. Wenn ich das schon sage, ich freue mich übel drauf eigentlich. Wo es interessant wird, ist dann nachts, Freunde, bei Nacht. Also nachts muss ich sicherlich LOL werde ich zocken. Weil, wenn man nachts LOL zockt, da geht die Zeit im Flug vorbei. Nicht, dass ich will, dass die Zeit im Flug vorbei geht, aber es ist halt für mich auch einfacher, wenn ich einfach so unterbewusst weiß, okay, die Zeit geht vorbei. Und dann so, dann interessant wird es so nachts bis dann 8 Uhr morgens am Sonntag. Was geht dann da? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Das ist einfach geil, sicherlich. Was geil wird, ist bestimmt, aber was dann so genau abgeht in den 24 Stunden. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, apropos 24 hier, Goku, was geht ab? Lebst du noch? Jetzt kriegst du mal schön Active Skill in dein Gesicht geschmissen von Bipan. Und dann schöne Super Attack von Elegopengs. Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze überleben wirst oder ob du es überleben wirst. Giru ist auch am Start. Ah, ich hätte vielleicht Gopengs in die Mitte stellen können wegen Legendary Power. Nicht schlimm. Unser Boy Giru. Der ist halt eine Legende einfach. So, 5,18. I love it. Das ist halt Ella Gopengs. Aber so gestört. Kritte und dann ist GG gekommen. Danke für den Crit. Hau rein. Oh man. I don't wanna know. Seht ihr, ein Crit macht so viel aus. Ein Crit macht einfach so viel aus. 108! Was? 108 von einer Super Attack. Geht's noch? Krank getankt einfach. Sogar Giro tankt links und rechts. Pff, dieses Team. Ja, und das ist so eine Sache mit Super Battle, sag ich, mit Boss Rush. Da braucht man auch Crits und so, dass das ein bisschen schneller geht, ne? Aber ich habe kein Problem damit auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch nicht, Ladies and Gentlemen. Ey, wir tanken verdammt gut. Das ist so geil. Keep plus 470% für die Dragon Ball Seekers Charaktere. Das ist einer der geilsten Leader Skills. Jetzt abgesehen davon, ob die Kreatur groß oder so. Aber ey, wenn man das Team hat, so wie ich zum Beispiel, GG. Legit GG. Und ich finde das cool, weil das ist mal was anderes wie
Ja, die ganzen Gogeta, die ganzen Broly, die ganzen Vegeta, die ganzen Goku, die ganzen Vegito, die ganzen Goku, Rosé und so fort. Das ist immer so ein Team, was also einfach ein anderes Team. Ich glaube, ich kann das so sagen. Und das Team macht echt Spaß. Ah, apropos jetzt am Ende. Global hat die Incoco Black bekommen und im Zamasu's Banner ist Incoco Black. Heißt, legit, wenn Incoco Black keine Eile hat, dann würde ich eher auf das Banner von Zamasu warten. Da ist Incoco Black drin, denn Broly, physisch Broly, Strength Rosé. Dauert natürlich, auf, bis auf Global kommt. Aber ey, für die Spieler, die eh quasi auf die Free-to-Play-Schiene spielen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und nützliche Info. Genau. So. Ja, ich bin gespannt, Freunde. Ich meine, ich werde am Ende... Das Video werdet ihr nach auf jeden Fall nach einem Summon sehen. Entweder bei Trunks oder Zamasu. Aber ich drehe es halt, bevor ich gesummt habe. Und nachdem wir die Boss-Rush geschafft haben, die Stage jetzt, dann bekomme ich auf 35 Zones, dann habe ich 150. Heißt, danach werde ich den Durchlauf drehen. Ich bin gespannt, was dann abgehen wird. Wisst ihr, was ich meine? Erstmal so die Arbeit und ich hoffe, danach dann das Vergnügen. Wenn nicht, wäre es ein bisschen schade. Aber gucken wir mal. Es wäre geil, ganz ehrlich. Die Charaktere sind cool. Zamasu und Trunks haben sie geil gemacht. Vor allem der Extreme Class und Super Class, die das Geld kriegt, ist 120%. Gestört, da kann man etlich viel machen. Das ist so genial. Ich meine, Trunks, okay, Future Saga Kategorie sollte man wirklich nicht unterschätzen, weil jetzt mit Trunks hat man einen guten Charakter für die Future Saga Kategorie. Als Leader, abgesehen von Future Gohan. Future Gohan, raus mit dem. Future Trunks rein, viel bessere Charakter an sich. Und an sich auch Trunks im Vegeta's Family Team zum Beispiel, den mal da zu testen, wie der sich dort macht. Future Saga Team sind so oder so richtig gestörte Charaktere. Der neue Zamasu ist drin, Elegoku Black, Strength Rose, Incoco Black und Vegito Blue. So gestörte Charaktere, Vegito Blue, tralala. Hab ich glaube schon gesagt. Realm of Gods ist. Realm of Gods, Freunde, werdet ihr wahrscheinlich in der nächsten Zeit links und rechts sehen. Realm of Gods Team werdet ihr links und rechts sehen, das kann ich euch vergewissern. Nicht, dass Uigoku schlecht ist, aber Uigoku nehmen und rausschmeißen. Nimmst Zamasu als Leader in der Rotation mit irgendeinem schönen Zamasu Goku Black oder so, dann hast du so oder so die Strength Goku Black und LR Rosé Rotation, die ist immer noch, die verjährt nicht. Freunde, vertraut mir, diese Rotation wird nicht, die verjährt nicht, die ist gestört. Die ist gestört. Dieses Strength Rosé macht so viel für den LR Goku Black und Strength Rosé selbst ist auch richtig gut. Und dann hast du jetzt die andere Rotation. Guck mal, du hast ein Luxusproblem. Rim of Gods, hast du ein legit Luxusproblem. Da ist ein Gogeta Blue noch drin, wo willst du den reinpacken? Vegito Blue ist da drin. Was warst du mit dem? Elle Vegito Blue. Elle Beerus. Beerus. Izay Beerus. Wobei, die spielt man nicht zwingend im Stammkader. Aber ja. Also, ich würde zum Beispiel liebend gern Zamasu in der Rotation lassen. In der Rotation lassen mit irgendeinem anderen. Mit wem? Das ist die Frage. Incoco Black und der würde gut funktionieren. Aber, na klar, dann würden viele sagen: Ja, halt mal, statt Incoco Black würde ich einen anderen nehmen. Natürlich, man kann auch einen anderen Charakter nehmen. Da gibt es auch sicher andere bessere Charaktere. Aber ich meine ja einfach nur so, an sich. Tut Gogeta Blue rein raus und hin oder was? Oder behältst du die Gogeta Blue Vegeta Blue Rotation? Da geht so viel. Da fängt schon an, Leute. Und bin drauf gespannt, ey, wie die Sounds werden, ob wir die hoffentlich ziehen können. Dann, dass mir da einen Kopf zerbrechen kann bei dem Teambuild-Aspekt und so, dass wir das alles showcasen können. Wäre cool auf jeden Fall, wäre cool. Krass, gestört, gestört. Und dann diese Mai, die Mai. Die hat die Awakening bekommen. Die ist gestört. Time Travelers 40%. Time Travelers. Oh mein Gott. Diese Mai ist ein richtig guter Supporter für Electronics Mai. Nicht nur wegen Attack und der 40% Key plus Psy, sondern auch, weil die sich mit Rival Duo linkt. 10% auf den Angriff. 4 Spellen natürlich auch noch. Gewisse Link-Skills. Time Travelers. Oh mein Gott, das wird auch geil. Okay, ich mach mal langsam. Ich meine, die Int-Mai habe ich wahrscheinlich schon. Hoffentlich auf JP, die kann ich ja direkt awaken. Brauche nur 35 Medaillen von dem Goku-Event. Goku, sag ich. Ja, das ist der Trunks-Event. Und dann kann ich die awaken. Aber Freunde, so viel zum Boss-Rush. Damit hätten wir Boss-Rush 8 geschafft. Wir holen uns ganz kurz die Stones ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück bei egal, was ihr macht, Freunde. Jetzt mal auch abgesehen von Dokkan. Einfach viel Glück. Und ich bedanke mich wirklich, dass ihr immer reinschaltet, zuguckt, für die liebe ganze Unterstützung der letzten Zeit. Sofern das Ganze mal, ja, der will die Stones nicht raushauen. Jetzt haust du mir die Stones raus. Wie gesagt, diesen gibt es einmalig, Freunde. Ihr müsst Boss Rush eine neue Stage schaffen. Einmalig gibt es die Stones. Die hole ich mir jetzt ab, Freunde. Wie gesagt, lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace.
then I pull up at your girl. Mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.